Hallo zusammen zum vierten Tutorial. Heute schauen wir uns mal die Querverweise an. Querverweise braucht man zum Beispiel, wenn man auf Bilder verlinken möchte im Text oder auf Überschriften oder so. Das ist ganz praktisch, weil man dann nicht jedes Mal, wenn sich die Bilder verschieben oder die Abbildungsbeschriftung ändert oder so, dann muss man nicht jedes Mal den Text nochmal durchlesen und schauen, wo hat sich was verändert, wo muss ich was anpassen. Also ein typisches Beispiel wäre, ich soll noch mal ein bisschen weiter ran, wenn ich jetzt hier unten schreibe, siehe Abbildung 2 auf der Seite, Seite 5. So. Angenommen, ich füge jetzt davor nochmal ein Bild ein, dann wäre das jetzt ja nicht mehr Abbildung 2, sondern automatische Abbildung 3. Da müsste ich das jetzt hier, wenn ich das von Hand gemacht habe, natürlich dann immer wieder nachtragen oder wenn ich die Seite verschiebt, dann müsste ich hier wieder schauen, ja, vielleicht ist es jetzt auf Seite 6 oder so, dann muss er das nochmal durchgehen. Und wenn ich dann natürlich viele Querverweise habe, dann ist das natürlich dummes Hin- und Hergefitzel. Und deswegen kann man das alles automatisch machen. Und das funktioniert ganz einfach. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Wir gehen hier auf den Reiter Verweise und dann sehen wir schon, unter Beschriftung einfügen oder neben Beschriftung einfügen steht hier Querverweis. Das heißt, da wir klicken da drauf und dann öffnet sich dieses Fenster und aus irgendeinem Grund verschiebt sich dann immer mein Bildschirmausschnitt hier. Das ist ein bisschen doof, aber naja, das kriegen wir schon hin. Also ich kann jetzt hier auswählen, was für einen Typ ich einfügen möchte. Ich kann zum Beispiel auf eine Überschrift verweisen. Da sehen wir hier alles, was angeboten wird. Ne? Oder fangen wir mal hier an mit einem Bild. Das heißt, ich gehe auf Abbildung. Und dann kann ich hier rechts oben auswählen, was angezeigt werden soll. Und hier unten dann, auf welche Abbildung es sich bezieht. Also, wir nehmen jetzt hier Abbildung 2 mit dem Titel Frühstück am Morgen. Jetzt kann ich wählen, es soll die gesamte Beschriftung angezeigt werden. Ich mache das jetzt einfach mal. So, dann sehen wir hier, steht Abbildung 2, Frühstück am Morgen. Oder ich wähle hier nur Kategorie und Nummer. Das heißt, es würde dann nur dastehen, Abbildung 2. Sehen wir hier. Oder ich wähle nur der Beschriftungstext. Das ist, wir ahnen es bereits. Da müsste dann stehen, Frühstück am Morgen, genau das ist hier. Oder ich wähle nur die Seitenzahl, also die Seite, auf der sich dieses Bild befindet. Hier auf Einfügen. Na, willst du? Hier, es ist Seite 5. Oder ich wähle oben und unten. Oben und unten bezieht sich, wenn ich jetzt quasi schreiben möchte, wie oben in Kapitel 4 bereits erwähnt, dann muss ich ja wissen, ob das oben oder unten in meinem Dokument kommt. Das heißt, in diesem Fall ist das Bild oberhalb von meiner Einfügemarke. Ne? Also hier müsste dann jetzt oben stehen. Na, komm schon. Hoppala, hier. Ja, steht oben. Wenn ich das hier jetzt hier mache und einfüge, dann steht da unten. Na, komm schon, hier unten, weil das Bild ja unterhalb davon ist. Gut, dann machen wir wieder raus. So, das heißt, ich kann da jetzt auch quasi wilde Kombinationen machen. Ich kann hier zum Beispiel schreiben, siehe, dann füge ich hier ein, nur Kategorie und Nummer einfügen. Ja, siehe Abbildung 2 auf der Seite und füge jetzt hier ein die Seitenzahl einfügen. Schließe das Ganze und mache einen Punkt. Was steht hier? Siehe Abbildung 2 auf der Seite 5. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist das immer so grau hinterlegt. Dieses grau hinterlegt ist immer ein Zeichen, dass es sich um eine Variable handelt oder halt um sowas automatisch erstellt ist und sich das automatisch anpasst. Genauso wie hier die Seitenzahl 5. Könnt ihr mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt dieses Bild einfach mal lösche und hier die Abbildung, die dazu gehört, auch einfach rausmache, dann ist
Ja, da muss ich zuerst das hier aktualisieren. Heißt Rechtsklickfeld aktualisieren. Das wird Abbildung 1. Und dann hier unten ist das auch immer noch Abbildung 2, weil ich es nicht aktualisiert habe. Das heißt, ich mache dann hier Rechtsklick, Feld aktualisieren. Oder aber die elegantere Variante. Ich markiere alles im Text oder alles. Also Steuerung A. Und dann drücke ich die Taste F9. Mit der Taste F9 sage ich alles aktualisieren. Komplett alles. Das würde ich euch immer empfehlen, bevor ihr etwas abspeichert oder ja, auch ganz am Ende von der Bachelorarbeit drücke ich jetzt einfach F9. Da müssten dann auch die, genau meine Verzeichnisse, die wir ja vorher schon angelegt hatten, werden aktualisiert, ne? Das dauert eine Weile. Das Abbildungsverzeichnis, ja. Und eben auch hier sehen wir jetzt, das wurde auch aktualisiert. Abbildung 1 auf der Seite 4. Ja, auf der Seite 4. Genau. Das funktioniert genauso, wenn wir uns auf eine Überschrift beziehen wollen. Ich kann zum Beispiel schreiben, wie man schon in Kapitel. Und jetzt kann ich einfügen, was ich möchte. Ich gehe hier wieder auf Querverweis. Jetzt kann ich den Namen des Kapitels einfügen. Dann gehe ich hier auf Verweistyp und wähle dann hier oben einfach aus Überschrift. So, nehmen wir mal Kapitel 1. Oh, was weiß denn ich? Kapitel 1, und dann kann ich jetzt hier auswählen, wieder was angezeigt werden soll. Der Überschriftentext oder die Nummer oder die Überschriftenzahl, oben, unten, Seitenzahl. Ich nehme mal den Überschriftentext, gehe auf Einfügen. Und ja, es hat sich halt hier wieder komisch verschoben. So. Ja, wie man im Kapitel Hallo Leute, das Kapitel so hieß, ist vielleicht etwas ungünstig gewählt. Ich will, mach mal hier Kapitel Leben, ne? Kapitel Leben. Sehen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich füge hier dann ein, wie man Kapitel, wenn ich jetzt hier gerne hätte, dass noch die Nummerierung mit dabei ist, dann lösche ich das einfach alles wieder und füge ein, wie man in Leben. Und dann mache ich hier Überschriften Nummer. In Kapitel 2 sehen kann. Von mir ist noch auf Seite. Und dann füge ich hier, oder, Entschuldigung, wie man hier auf Seitenzahl, jo, plups, füge ich das ein, dann sieht man hier, wie man schon in Kapitel 2 auf Seite 2 sehen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Mann, jetzt. War das ein Act. Ja. Gut. Das hat übrigens auch noch einen angenehmen Nebeneffekt. Ich kann jetzt, wenn ich den Text durchlese oder so, dann kann ich auch einfach, man sieht es ja schon, wenn ich mit der Maus drüber gehe, mit Steuerung und da draufklicken, dann springe ich schon zu dem Kapitel. Kann manchmal auch ein bisschen Arbeit ersparen. Oder so. Ne? So. Das sind eigentlich auch schon die Querverweise. Das war's auch schon. Eigentlich ganz unspektakulär. Macht's aber, finde ich, sehr angenehm, so Sachen zu verlinken, weil halt alles automatisch ist und man sich um nichts mehr kümmern muss. Genau. Das Ganze, ja, genau, funktioniert natürlich auch noch für alle möglichen Arten von Abbildungen oder Beschriftungen. Also kann ich auch für Tabellen machen. Das funktioniert auch mit Fußnoten. Wenn ich jetzt welche in meinem Text hätte, kann ich auch darauf verweisen. Genau. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen für weitere Sachen, dann schreibt einfach in den Comments oder so. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö.